Ja, Herrin. Es ist alles so, wie ich es mir erhofft hatte. Es wird dir an nichts fehlen, solange du... Das war's! Stirb! Shadia! Ermordet. Von einem von euch. Shadia. Wer? Shadia! Das Kind, das du ertränkt hast! Wie alle deiner Art erkennst du nicht, wie großartig Ägypten sein könnte. Ist es das, was du dir vormachst? Du vergisst die, die du getötet hast. Sie war das Kind von Chenut und Hotefres. Chenut war ein sturer Bock. Diese Aufzeichnungen hätten jede Hoffnung zunichte gemacht. Dafür zerstörst du Familien? Ich tat, was getan werden musste. Ich werde alles vernichten, wofür du stehst, Berenike. Und ich töte alle, die so sind wie du. Doch im Moment zählt nur, dass du Shadia getötet hast. Und das Letzte, das du hören wirst, ist ihr Name. Shadia! Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zu... Ich wusste, du kommst, alter Freund. Zu der Bändigung. Vielleicht war es mir bestimmt. Was? Von dem Krokodil. Die Olle musste dran glauben. Im letzten Part haben wir die Arena geklärt. Und jetzt gibt's wieder eine Outside-Action. Okay. Interessant. Ramses der Große, der Name Ramses. Aha. Als jeder andere Pharao. Vermutlich ließ er ihn jedoch auch an bereits bestehenden. Okay, meine Freunde. Ich hab diese Klinge noch. Das ist doch gut. Warum benutzen die noch Bögen zu dieser Zeit? علم يا شيخ مثنين. لقد اقتحمنا مدخل موقع واحد واغلقنا المكان. Gut. تذكر عليك التخلص من الهدف. Wie läuft es? Schlecht. Warum schlecht? Läuft doch besser als erwartet. Ich meine, guck dich an, du bist eine wahre Assassinin. Muss man auch zuerst mal hinkriegen. Nix da, halt die Backen. Ich muss es tun. Guckt euch die an. Das sind doch niemals Abstergo-Agenten. Niemals. Von daher. Und hier haben wir sicher keine Bereichskarte, ne? Nein, nicht! Bitte! Nicht! Die? Nicht die! Nein, nein, nein. Fickt euch, Abstergo! Ich zieh das jetzt durch! Wenn ihr das hier hört, seid ihr von Abstergo und ich bin tot. Tut mir einen Gefallen. Sorgt dafür, dass Sophia Ricken das hört. Ich wollte immer im Animus-Projekt arbeiten. Ich wartete 12 Jahre. Das Warten brachte nichts. Also baute ich einen Animus, der mir Zugang zu allen Erinnerungen gibt, nicht nur den meiner Vorfahren. Ich habe sogar die Geburtsstunde der Assassinen miterlebt.
Artefakte, Gräber, die eigentlich nur als Legenden galten, ich habe sie gefunden. Weil ihr mich getötet habt, verliert ihr dieses Wissen. Ich verstehe, warum ihr mich töten wolltet. Aber musstet ihr meine beste Freundin töten? Warum hat sie... Oh, Abibti. Ich hätte auf dich hören sollen. Und somit ist ihre beste Freundin mal kurz tot. Und mehr macht man eben nicht. Das ist die eine kurze Sache, die man scheinbar macht und mehr nicht. Ja, super. Sehr gute Bindung kann man zu den Leuten aufbauen. Im Real Life. Dann hätten sie gerade so gut wieder Ego-Perspektive machen können wie in Black Flag und so. Kann das sein? Weil da war man ja immer in der Ego-Perspektive, so Shooter-Style-mäßig. Jo. Dann hätte das völlig ausgereicht. Dann wäre wieder so das Interesse weniger da, also eher das Interesse da gewesen, wer war der Protagonist, den wir gespielt haben. Aber jetzt wissen wir, wen wir spielen, aber naja. Wie es wohl heute Fress und Renut geht? Ich besuch sie mal. Können wir noch gucken, der Weg... Ich habe diese Scheißkerle getötet. Der Grabianer. Apollodorus muss davon erfahren. Ja. Oh. Was? Nach Herakleion. Schnauze. Wir haben nämlich hier noch was zu tun. Und zwar genau hier. Kronkammer von Kerkesoja. Und zwar, uns fehlen noch ein paar Items. Und ein paar Vollidioten, die wir killen müssen. Halt! Bleib stehen! Ich mach doch nichts. Ich bewege mich nicht mal. Jetzt bewege ich mich, mein Freund. Und jetzt gibt es auch kein Halten mehr. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Hoffe ich, dass ich das auch bleibe. Kommt das Fayum wieder zu Wohlstand. Es gibt mehr Getreide als je zuvor. Die Höfe produzieren und füllen unsere Lagerhäuser. Die prächtigen Statuen von Aphrodite um dieses Anwesen herum bergen ein wunderbares Geheimnis. Diese Abbilder der Göttin der Schönheit. Ja, die fangen ja an zu prügeln, nicht ich. Jizzy. Über die Kultur. So. Wer möchte, kann es durchlesen. Ich gerade eher weniger. Speer 82er, das ist ja geil. Jetzt sind wir in der richtigen Richtung unterwegs. Was das Level angeht. Level 80er Jagdbogen. Alter Schwede. Jetzt sind wir definitiv im richtigen Gebiet unterwegs. Ich bin ja noch offscreen rumgerannt und habe ein bisschen Sachen gemacht, um ein bisschen EP zu generieren. Weil wir müssen ja auf 39 kommen, mindestens. Was? Ja. Das war's. Nein, heute kann ich nicht sterben. Tut mir leid. Heute darf und kann ich nicht sterben. Ja, da bin ich ja. Und du bist tot. Ah, nur das war das noch. Oh, nee. Okay. Dann fehlt eigentlich nur noch die zwei Offiziere. Ah. Wollt ihr mich wirklich abwacken? Ich glaube ja, ne?
Ja. Abfuck-Moment kommt. For the win. Warum ich übrigens erst bei der Ermordung eingeschaltet habe, Freunde, war einfach, weil es gar nicht spannend war bis hierhin. Na? Also warum sollte ich das so machen, ne? Dein Ernst? Und ich kann hier sehen und nicht beschwören. Mir entkommt da. Der kommt aufs Dach und wird vom Dach geschossen, ey. So, danke, Senu. Hilf mir mal kurz eine Runde. Aha. Und dort drüben. Das wird mir jetzt ein Spaß. Ja, das möchte ich sehen, wie du mich erledigst. Liegt der eine dort? Dein Ernst gerade? Tschüss. Weg mit dir. Weg mit dir. Und das Doppelschwert 54, das passt so gar nicht in das Gebiet. Aber 1500 gab dieses. Ist ja geil. Ist ja definitiv cool. Hier hinten hat es noch was zu mitnehmen. Okay. Dem kann man ja später noch Bescheid geben. Wegen dem Krokodil. Hey, was? Das wirst du noch früh genug merken, ob das hier sicher ist oder nicht. Was ist hey? Halt die Backen, hey. Was, ich kann hier mein Pferdi nicht rufen? Dein Ernst? Immer noch nicht? Was? Okay, wir sind in Feindesgebiet. Auch in Ordnung. Ja, jetzt weiß ich, wo ich bin. Aber wenn ich über die Mauer bin, dann ist vorbei. Mit der Gegnerei. Jo. Gib den Weg frei. Nein. Ich bin Mecha, ich stehe über euch. Aber das ist ja nur so Nebensache, ne? Eigentlich ist mein Wort Gesetz, wenn man so möchte. Ich bin wie ein Richter. Ich bin nicht die Polizei, ich bin der Richter. Als Mecha. Aber das haben die irgendwie nicht gerafft. Ich komme ja nicht mal da rein, ey. Also, doch, ich komme schon da rein, aber ich meine, wegen dem. Vollidioten. Aha. Das soll alles sein. Warum kann ich das nicht glauben? Warum kann ich das nicht glauben? War ja klar. Ich schlitz dich auf. War klar. So. Nö, ihr könnt nur alles vermasseln. Ja gut. So kann man es auch machen.
So. Oh. Das ist ja das Item auch gleich. Das Schild. Okay. Easy going. Weil Soldaten haben wir immer genügend, um also zum Umbringen, aber wir haben nie genug Schilde und Schwerter, die wir gerne auswechseln möchten dann. Obwohl ich eine höhere Waffe habe und eine bessere, also wie soll ich sagen, Qualitätsrate, bin ich trotzdem mit meiner Feuerwaffe, die schwächer ist, noch besser dran, warum auch immer. Klar, Feuerschaden, aber das kann nicht alles sein. Und jetzt reden wir mal mit Hotepris. Sofern wir hier mal durchkommen. Denn das Krokodil hat abgedankt. Hotepris, was ist hier los? Mein Freund, du bist hier. Ein Glück. Wer ist das? Wo ist Renut? Mein Weib ist, wo immer sie auch ist, kalt und reserviert. Das ist Vergangenheit. Sie wollte gerade gehen. Du bist ein Schwein. Ich hab mich eh gelangweilt. Danke für den Wein. Renut ist bestimmt unten am See. Ich bring dich zu ihr. Lass mich wissen, wenn du soweit bist. Hotepris, was soll das? Was denkst du dir? Du wirst alles verlieren. Ich weiß, ich weiß. Ich bin momentan vollkommen nutzlos. Dann sei nicht mehr nutzlos. Sei grimmig. Nimm dein Schwert und fang an zu kämpfen. Ich habe schon lange kein Schwert angefasst. Ich bin nur an der ganzen Sache beteiligt, weil Apollodorus es quasi verlangt hat. Er meinte, wir wären alle durch eine Verschwörung gefährdet. Und jetzt ist Shadya tot. Etwas Großes passiert. Du hattest recht zu helfen. Es war eine Dummheit. Ich wollte es gar nicht. Renut bestand darauf, es sei unsere Pflicht. Wenn ich nicht auf sie gehört hätte, würde Shadya noch leben. Da vorne wird sie sein. Wir haben einen Schrein am Wasser gebaut. Shadya liebt das Wasser. Wir füttern jeden Abend die Fische. Ich meine, sie liebte Vergangenheit. Renut, schön dich zu sehen. Renut? Das ist aus ihr geworden. Ich weiß, was helfen könnte. In Siva gibt es ein Ritual für den Übergang unserer Liebsten. Was dagegen? Versuch es. Ich brauche noch etwas dafür. Ich komme bald wieder. Ich sollte sie trauern lassen. Ich werde eine Feder brauchen. In der Nähe liegt ein Feuchtgebiet. Dort finde ich Vögel. Eine Reiherfeder. Nähe von Bauernhöfen in Philadelphia auf. Gut, habe ich das schon angeguckt, Philadelphia. Ja, ihr habt richtig. Gibt's auch hier. Nicht nur in Amerika.
Jo. Ja, verdammt. Auch die Reichweite ist nicht sonderlich mit denen. Findet Zeno was? Ha. Irgendwie nicht. Dein Ernst gerade? Ich habe, was ich brauche. Na dann. Bin ich ja froh. Meine Herren, wieder auf freier Jagd. Und dabei meine halben Bögen Muni verschossen. Geht gar nicht klar. Aber hey, was macht man nicht alles, um jemanden glücklich zu machen? Du tust, was dir gesagt wird, du fauler Hund. Wenn du mehr Korn brauchst, bau mehr an. Das ist nicht mein Problem. Hauptmann! Renut, nein! Lass das! Ich weiß, dass du kein Korn von diesem Bauern erpresst. Denn das verstößt ja bekanntlich gegen mehrere ägyptische Gesetze. Als Amtsträger im Fayum wissen wir das beide. Oder nicht? Wir werden uns wiedersehen. Versprochen. Mein Gatte. Wir müssen unsere Trauer abschütteln. Andere dürfen nicht auch noch leiden. Nicht, wenn wir es verhindern können. Du warst auch einst ein Kämpfer. Es ist wieder Zeit zu kämpfen. Bewegung! Los. Warum haben wir diese ägyptische Kuh nicht getötet? Oh, keine Sorge. Der Kommandant hat etwas ganz Besonderes mit ihr vor. Ich kenne diesen Typ. Stolz und widerspenstig. Sie hält sich für unberührbar. Rangabzeichen. Es ist mir unbekannt. Vielleicht weiß Hotefress mehr. Niemand wird ihn vermissen. Er sprach von einem Kommandanten. Jemand anderes gab die Befehle. Das ist noch nicht vorbei. Du lebst? Sie wollten Renut ermorden. Jetzt sind sie tot. Ich beneide sie. Tja. Es musste wohl sein. Eine andere Sprache verstehen diese Soldaten nicht. Da ist mehr. Der Hauptmann hatte Befehle. Er trug dieses Rangabzeichen. Erkennst du es? Ja, das ist nicht gut. Es stammt aus der Bubastos-Feste im Osten. Sie wird von einem Malakia geführt, der sich für unbesiegbar hält. Ach, Renut hatte recht. Die Bevölkerung wird leiden, wenn wir nichts tun. Bayek,
Ich bitte dich nur ungern, aber wir brauchen Hilfe. Die kriegst du. Doch zuerst muss ich etwas anderes tun. Ich kehre bald zurück. Shadia, mein Lotus. Niemand soll mehr so leiden müssen wie du. Das schwöre ich. Auf Wiedersehen, meine Kaulquappe. Schwimme ewig in Freiheit. Okay. Shadias Ruhe. Der Kampf für das Fayum. Sprich mit Hotepres. Naja, ist das jetzt schon die Hauptquest oder was los hier? Haupt der Weg der Gabiana. Und das alles sind Nebenquests. Okay. Der Kampf um Fayum. Okay, machen wir das auch. Ich glaube, wir machen heute die Folge, bis wir auf Level 39 sind. Und dann mache ich noch ein Video, und zwar mit Anubis. Es ist wahr. Die Soldaten waren nur der Anfang. Dieser Kommandant ist ein Problem. Wir brauchen mehr Informationen. Wie weit geht diese Korruption? Sie könnte bis in Ptolemäus innersten Kreis reichen. Wir können keinem Phylakis trauen. Das schaffen wir nicht allein. Wir brauchen das Fayum. Die meisten Bauern schweigen aus Angst vor den Soldaten. Doch sie sind aufgebracht. Es wird nicht schwer, sie zu überzeugen. Ich spreche mit dem Bauern, den der Hauptmann bedroht hat. Wir verbreiten das. Okay. Sprich mit den Bauern. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall werdet ihr die Anubis-Mission früher zu Gesicht bekommen als diese Mission. Nur falls ihr euch fragt, warum ich da schon mit sowas hier rumlaufe, obwohl ich eigentlich ja noch normal ausgesehen habe. Wo ist das Krokodil? Ah, ein Nilpferd oder ein Flusspferd, wie auch immer. Habe ich übrigens schon was zum Ausrüsten hier? Nee. Weil ich will noch den Fernkampfschaden erhöhen. Lauf um dein Leben. Warum? Warum soll ich da mein Achievement bekommen? Fliehe aus drei Kämpfen mit einem Nilpferd. Ja, genau. Wie man das plant. Ich glaube, das soll so ein Schock-Ding sein. Also so ein Wett. Warum denn das? Moment, so ein WTF-Moment. Seni, ich weiß, was Sie getan haben. Nebet Renut riskiert sehr viel. Ich weiß zu schätzen, was sie getan hat, aber es wird nichts ändern. Tut mir leid, aber ich muss arbeiten. Ich muss eine Menge Feuer entzünden. Dann lass mich helfen. Deine Feuer entzünden. Du gibst nicht auf, oder? Reh wird deine Felder fruchtbar machen, Seni. Scheiße! Oh, Mist! Das muss ich reparieren.
Bitteschön. Es wird Zeit, sich gegen die Soldaten zu erheben. Hotefress kämpft mit euch. Hotefress? Der hat uns doch längst aufgegeben. Sein Vater war ein guter Mann. Gab seinem Sohn einen ägyptischen Namen. Dafür haben wir ihn geliebt. Doch er konnte ihm kein ägyptisches Herz geben. Hotefress bedeutet zufrieden in unserer Sprache. Doch das war er nie. Er überließ uns den Hyänen und Krokodilen. Doch Krokodile können besiegt werden. Der Hauptmann ist schon tot. Erhebe dich, Senni. Verbreite es. Du hast den Hauptmann getötet? Oh, du bist des Wahnsinns. Nun gut. Wenn ihr wirklich entschlossen seid, bin ich dabei. Ich sage es allen, Senni. Okay, ab nach Philadelphia. Sprich mit den Hotpressers Bauernhof in Philadelphia. Okay. Kein Problem. Vielleicht sollte ich nicht gerade mit der Fackel daran tanzen. Wäre auch noch was. Komme ich hier so hoch? Danke. Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Ich meine, ich wusste, dass es Probleme gibt. Aber doch nicht so. Das ist meine Schuld. Ich wollte nie die Verantwortung für das Fayum. Ich wollte dieses Amt nicht erben. Ich wäre lieber auf meinem Schiff als Abenteurer. Und nun merke ich, ich lebe noch. Und aufgeben ist eine Entscheidung. Sie sind in der Villa. Geht nach hinten. Du, komm mit mir. Soldaten! Wo bist du, Mann? Oh, Mann. Komm runter. Wir müssen reden. Warum? Komm, Bruder. Reden wir mit ihnen. Mit unseren Schwertern. Sieht der mich? Bei den Göttern. So. Was? So, zwei von drei sind schon tot. So, und der folgt auch gleich. Ich gebe dir Deckung. Und es ist schön, dass du wieder da bist, Bruder. Ja, aber es bringt nichts. Ich mach die alle alleine kaputt. Ey, du kämpfst gut für jemanden im Ruhestand. So alt bin ich nicht, Sivana. Das habe ich gesehen. Aber es wird nicht reichen. Es werden einfach noch mehr Soldaten kommen. Ich habe mehr als einen starken Schwertarm geerbt. Ich heuere eine Privatarmee an, wenn es sein muss. Ich habe eine bessere Idee. Bayek, kannst du mich auf einer kurzen Reise begleiten? Ich bin bereit. Gehen wir. Ihr zwei seid ein gutes Duo. Hotefress hat sein Feuer noch nicht verloren. Du bist stolz auf ihn. Ich habe den Mann zurück, den ich geheiratet habe. Wo gehen wir hin? In der Nähe ist ein Rebellenlager. Es liegt östlich von hier, bei der Bubastos-Feste. Wir treffen uns mit ihnen. Rebellen? Wird uns das nicht den Zorn Alexandrias einbringen? Die Intrige ist Alexandria nicht fremd, Magi. Manchmal muss man Zugeständnisse machen für Informationen oder Geleitschutz. Solche Allianzen sind üblich, auch wenn man es offiziell nicht zugibt. Okay, machen wir was Inoffizielles. Nomos Herakleopolitis. Oh Mann. Die Namen von früher. Hier lang. Ihr Lager ist direkt voraus. Ja, war ich hier schon? Meinst du das da? Das habe ich schon zerlegt. Vor Wochen oder so. Seien wir vorsichtig. Die Rebellen sind nicht als gastfreundlich bekannt. Bayek, wir sollten eilen. Sie wissen Bescheid. So. Wir werden erwartet.
Und das noch zu Fuß. Ich bin Chenut. Ich habe unser Kommen aus Philadelphia angekündigt. Wir brauchen Hilfe. Ihr vergeudet eure Zeit. Wir können leider nichts tun. Wir bitten hier nicht um Almosen. Wir bieten euch Proviant, Vorräte und Informationen. Und im Gegenzug verlangen wir nichts außer dem Schutz unseres Volkes. Wir können euch nicht helfen. Unser Anführer geriet am Damm in Gefangenschaft. Dann können wir vielleicht euch helfen. Das ist Bayek von Siva. Du bist Bayek von Siva? Wir haben von der Sache in der Arena gehört. Du hast die Gallier verprügelt wie ein Wahnsinniger. Und ich schätze, heute kann ich wieder den Wahnsinnigen geben. Definitiv. Rettet den Anführer der Fayum-Rebellen. Von wo eigentlich? Von dort unten? Okay. Interessant. Dahin wollte ich sowieso noch, wegen XP und so. Weil hier sollte auch noch irgendwas sein. Ja. Na, den Deck Leonos Anlegestelle. Wie ich hier halten würde, mein Freund. Diese Zone ist tabu. Es ist noch öfter was tabu, mein Freund. Töte den Hauptmann. Wo ist der Hauptmann? Es ist sowieso halbwegs Abend. Von daher... Naja gut, gehen wir hier noch näher ran. Da unten ist er. So, weg. Leichter Bogen. Nein, 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 nein. Was? Ich schlitze dich auf. Wie kann der mich hier drin sehen? Tut mir leid. Tschüss. Dein Ernst? Jetzt nichts mehr bis da vorne. Okay. Auch kein Problem. Da vorne muss ich sowieso hin. Na ja, und der Kleondamm. Sperrgebiet. Ich gebe den Sperrgebiet. Okay. Sicher der Level 35er, ne? So. So. Weg mit dir. Einmal. Und zweimal auch. So, wo ist der Kollege? So, hier. Wunderbar. Fluch der Hathor. Oh, ein Heady des Jahrtausends. Jetzt nochmal so ein schöner Heady. Nochmal, weil es so schön war. Heiliger Meter. Und jetzt nochmal. Oh, wunderbar.
Heiliger Meter. Und das Brennen tut dir sicher auch nicht gerade gut. Ups. Pfeilflüsterer. Was heißt das? Töte einen Feind mit dem Raubtierbogen aus mehr als 60 Metern Distanz. Mit einem gelenkten Pfeil. Na klar, war doch einfach. Ja. Das war's. Stirb. Interessant. Nee, sterbe ich nicht heute. Keine Zeit zum Sterben, würde ich sagen. Tod bestätigen. Fluch der Hathor. 22 Jagdbogen. Was macht der? Was macht der? Ein 82er Jagdbogen. Leichter Bogen. Was habe ich eigentlich hier so? Bogen der Bitterkeit. Ja, wenn es nötig ist, muss ich den halt nehmen dann. Aber gut, die vierte Plage, Gesundheit bei Treffer. Oh, den muss ich nehmen, Kriegsbogen. Den muss ich dann nehmen, ob ich dann will oder nicht. Ha. Raubtierbogen. War da nicht was? Ist es der? Schwein seine Bahn, er bleibt stumm und ist doch lauter. Ne, den habe ich doch schon gehabt. Hä? Okay. Auch interessant. Oh Mann. Da ist halt Feuerschaden schon effektiver. Aber ich bin froh, habe ich den jetzt auch ausgenommen. Was übst du da eigentlich? Ja, genau. Und sonst noch? Hast du sonst noch irgendwelche Ideen, mein Freund? Ja, genau. Geh weg. Das ist einfach so der Geilste. Und jetzt schön in sein Face, Witzkiste, du. Hier rüber. Ja, genau. Hey, komm jetzt raus. Wenn du die Eier dazu hast. Hier bin ich. Los, geh! Hab Dank! Wer bist du, dass du so offen Soldaten angreifst? Fürchtest du nicht, die Griechen zu wecken? Ich bin Bayek von Siva. Ich fürchte ein schlafendes Ägypten viel mehr. Der irre Sivana! Ich hab von dir gehört! Du hast alleine in der Arena gekämpft wie ein Wahnsinniger! Neck! Die Ptolemäer haben keine Chance, wenn du auf unserer Seite bist! Und ich werde euch auf meiner Seite brauchen. Der Rückweg ist sicher. Zuerst brauche ich noch was von dir. Chenut wartet in eurem Lager. Sie wird dich um Hilfe bitten, ihr Volk zu schützen. Ich schulde dir mein Leben. Du hast mein Wort, dass wir ihr helfen. Dann sag ihr auch, dass ich zur Bubastos-Feste gehe. Ich muss den Kommandanten sehen. Allein gegen eine befestigte Garnison? Bist du verrückt? Vielleicht. Ich bin Bayek von Siva. Und es ist nicht unsere erste Festung. Eliminiert den Kommandanten der Bubastos-Feste. Das haben wir doch. Ja, okay. Läuft eigentlich. So ziemlich. Ja, würde ich sagen. Wir haben zwar dann noch eine Mission offen dann unten.
Aber die ist halt Level 30 gewesen und jetzt sind wir schon auf den 30ern. Deswegen passt das ganz gut, oder? Sind wir schon auf den 30ern? Ja, das ging jetzt ziemlich schnell, ne? Wenn ich bedenke, dass wir vor zwei Parts etwa noch auf Level 25er, 28er rumgurkten. Und sogar Level 19er noch darunter waren. Ja. Alles kein Problem. Hörner, stimmt. Da greift noch jemand die Feste an. Das ganze Fayum hat sich gegen den Kommandanten erhoben. Das habe ich gerade gesehen. Und bemerkt. Ha. So, es reicht. Tschüss, Kommandant. Gehst du mal liegen, Kommandant? Tut mir leid. Was heißt die Hilfsmittelkill? Ich kann ja nichts dafür, wenn der brennt. Das ist das Ende der Korruption. Ich sollte zu den anderen. Okay. Einfach geradeaus. Dann mache ich nichts falsch. Kein schwerer Schuss. Heiliger schöner Kacke. Die wurden schön überfallen. Eigentlich könnte ich ja alle killen, dann bekäme ich noch mehr XP, aber was bringt mir das? Ganz im Ernst. Da kann ich lieber Missionen absolvieren und krieg da gleich 3500. Bei denen sind es irgendwie 18 EP. Das war's. Pro Gegner. Du hattest Hilfe. Die Bauern haben protestiert, um die Soldaten abzulenken. Sie waren furchtlos. Die Rebellen taten auch ihren Teil. Du hast sie inspiriert, Bayek. Tatsächlich bewundern sie dich. Unsere Höfe werden gut beschützt werden. Sie lieben den irren Sivaner. Sie werden nicht zulassen, dass ein neues Krokodil das Fayum heimsucht. Dein Volk ist befreit. Ein guter Anfang. Hotefres, jetzt werde deinem Namen gerecht. Und meiner Pflicht als Ehemann. Shadia hat dich sofort gemocht, weißt du? Du hast hier immer ein Zuhause, wenn du es brauchst. Vielen Dank. Würde ich doch mal da sagen. Und der Kampf um das Fayum geht zu Ende. Shadias Puppe, Questgegenstand. Oh, yeah. Jetzt brauchen wir wirklich die Karte. Jetzt ist nur die Frage, wo ist noch eine Mission gewesen? Ich glaube, hier in der Wüste war keine. Ach ja, das gibt noch eine lustige Mission gegen Elefanten. Aber die ist erst ab Level 40. Hab schon einmal versucht, gegen einen anzutreten, aber das ging nur superelementar geil. Hä? Ich weiß, dass ich noch eine Level 30er Mission hatte. Wollen die mich verarschen? Sieht ganz danach aus. Hm. Hier war ich auch noch. Seht ihr, hier hatte ich es probiert. Aber ging leider nicht wirklich. Ich bin überall ein bisschen plündern gegangen. Hier seht ihr, Schatz geplündert, aber die Offiziere konnte ich nicht töten. War ein bisschen too strong, meiner Ansicht nach. Ach, hier war das, genau. Das möchte ich jetzt gerne auch noch machen. Wenn wir gerade dabei sind. Kleopatras Vater, Ptolemäus der Siebte, war mit
Pompeius verbündet. Aber als Kleopatra den Thron übernahm, wurde Pompeius im Bürgerkrieg von Julius Caesar besiegt. Okay. Jetzt darüber, ne? Gut, wird das schon angezeigt. Zumindest hoffe ich das. Und hier gibt's eine Höhle. Ha. Huh. Die lasse ich jetzt mal. Oder da war ich sicher schon. Kann ich mir auch gut vorstellen. Nein, das ist nicht die Mission. Zum Glück habe ich nachgeguckt. Das wäre sonst ein wenig unschön geworden. So. Hi. Die Banditen werden bald wieder hier sein, Brüder. Wir gehen in das letzte Gefecht. Verpasst ihnen ein paar Narben, bevor sie unsere Kehlen aufschlitzen. Wir stehen dir bei, Rai. Wir sind es alle müde, wegzulaufen. Unser Blutschwur zu diesem Land ist unverwüstbar. Der wird nie. Warum versteckt ihr euch in diesen Ruinen? Ein Medjay. Endlich zeigen die Götter Erbarmen. Ich bin Rai. Und das sind die Reste meiner Familie. Banditen haben uns von unseren Bauernhöfen verjagt. Wir können sonst nirgendwo hin. Wir haben nichts Wertvolles dabei. Und sie verfolgen uns schon seit Tagen durch diese Einöde. Ich kenne viele Banditen. Sie sind zynisch und herzlos. Sie haben so viele getötet. Meinen Vater, meinen Sohn. Hier sind alle, die noch von unserem Dorf übrig sind. Die Banditen werden wiederkommen, um uns fertig zu machen. Steh uns bei, Medjay. Hilf uns, endlich Rache zu nehmen. Rache ist mein Credo. Ich werde euch helfen. Wie ist euer Plan? Es gibt eine Klippe nicht weit von hier. Von dort aus können wir die ganze Gegend überblicken und unsere Verteidigungsstrategie planen. Gehen wir. Diese Einöde ist gefährlich. Sind es nicht Banditen? Dann Hyänen oder andere Tiere. Re sei Dank, weiß ich einen Bogen zu benutzen. Das ist eine schöne Waffe. Ungewöhnlicher Stil. Als mein Vater ihn mir gab, war er 3 Handbreit größer als ich. Die Jungs zogen mich gnadenlos damit auf. Jetzt macht er mich traurig. Ich denke ständig an Vater. Hast du das gesehen? In der Nähe des Eingangs? Da sind Zeichnungen an der Wand. Oh ja. Da ist ein Symbol von Horus. Aber es ist leicht verändert. Es sieht sehr alt aus. Was ist das für ein Ort? Du kommst ziemlich schnell voran, Rai. Ich kenne diese Höhlen. Sie sind ein natürlicher Tempel. Was hast du da für einen Anhänger? Ein alter Adlerkopf. Ich hoffe, er bringt uns Glück. Bei den Göttern, das ist wunderschön. Ich könnte hier stundenlang bleiben.
Okay, genug getrödelt. Wir müssen planen, wo die Banditen auch herkommen. Meine Brüder stehen in den Ruinen bereit. Ich bleibe hier oben und halte Wache. Wenn sie kommen, gebe ich ein Signal. Dann greife ich von hinten an. Ich will nicht respektlos sein, Rai, aber ihr seid keine Soldaten. Die Banditen sind Mörder. Deine Bauernfreunde überstehen diesen Kampf vielleicht nicht. Ich weiß, Bayek. Ich habe wirklich sehr viel Angst. Wäre deine Familie in deinen Armen gestorben, würdest du das verstehen? Ich kann jetzt nicht davonlaufen. Glaub mir, ich verstehe das. Und ich kämpfe mit dir. Fürs Erste gehe ich zu den anderen zurück. Beeil dich. Es ist ein langer Weg den Berg hinunter. Bayek! Was? Du bist doch kein Adler! Geht es dir gut? Das war verrückt, aber erstaunlich! Ich gehe doch nicht alles drum rum, wenn wir schon ein Assassine sind, dann der Todessprung, Mann. Und mein Pferd wartet auch schon. Ganz aufgeregt auf mich. Hier haben wir eine Chance. Die Banditen sind der Mord. Ja, park du mal da. Vielen Dank für deine Hilfe. Magi, du bist zurückgekehrt. Ja, deine Schwester bleibt auf der Klippe. Sie gibt uns ein Zeichen, wenn die Banditen kommen. Diese Ruinen sind eng. Es könnte sich lohnen, Fallen zu stellen. Feuer und Öl vielleicht. Habt ihr Vorräte? Feuer? Eine schöne Idee. Ja, haben wir. Beeilen wir uns. Gut. Begib dich auf das Dach und halte Wache. Ich komme bald nach. Mit diesen Ölkrügen könnte ich den Banditen Fallen stellen. So oder so sollte ich wieder mit Rais Bruder sprechen, wenn ich fertig bin. Ich bin fertig. Dann warten wir und beten. Da sind sie! Die Banditen sind hier! Was? Bist du nicht zu alt für solche Spielchen? Ich töte dich! Wir sehen euch, ihr kleinen Ratten! Ihr könnt euch nicht vor uns verstecken! Wo ist die Frau? Gebt uns den Bogen. Vielleicht lassen wir euch leben. Vielleicht auch nicht. Es sind noch mehr da draußen und sie kommen zurück. Sie waren hinter Vaters Bogen her. Was? Das alles für einen alten Bogen? Aber warum? Das ergibt keinen Sinn. Den hätte ich ihnen gegeben. Vielleicht können wir das noch. Sie hätten euch trotzdem getötet. Es gibt nur eine Möglichkeit, sie aufzuhalten. Ich muss ihren Anführer erledigen. Ich sah, dass sie aus dem Südosten kamen. Sie kampieren sicher in den Bergen hier in der Nähe. Dann werde ich dort mit der Suche anfangen. Bayek, bevor du gehst, bitte, nimm den Bogen. Wir sind sicherer, wenn du ihn hast. Er wurde im Kampf beschädigt und macht mich jetzt sowieso nur traurig. Ich bin sicher, dass er noch Kraft hat. Du ehrst mich, Rai. Der Bogen ist ägyptisch, doch älter als alles, was ich je sah. Er ist erstaunlich leicht. Und die Balance ist perfekt. Okay. Die Wurfarme sind zum Teil aus einem seltsamen schwarzen Stein. Kommt mir bekannt vor. Ich untersuche es, wenn ich mit dem mörderischen Anführer fertig bin. Okay, da bin ich gespannt. Aber mal so eine Frage. Habe ich nicht Brennen bei Treffer? Ja, wie gesagt, das wäre geil. Ja,
Jagdbogen. Aber wir haben doch einen leichten Bogen bekommen nach der Tusse da. Leichter Bogen. Soll das der gewesen sein? Naja, gut. Schadenmultiplikator wäre auch was, aber nicht beim Anubis-Ding. Da brauche ich auch Leben, Regeneration. Leider, leider. Denn man bekommt dort immer wieder Munition zugeschanzt. Und wenn man da natürlich auf dem Bogen Leben generieren hat, dann geht es um einiges einfacher. Die Banditen haben ein Lager in den Seen im Tiefen. Ich gebe denen eine Tiefe. Da war ich schon drin. Ich wusste es doch. Vielleicht wird das unser neuer geiler Bogen, Freunde. Vielleicht aber auch nicht. Aha. Jetzt bin ich schon durch, tut mir leid. So. Dein Ernst gerade. Drachen nehme ich immer gerne mit. Ich werde mich trotzdem vorsehen. Ja, ja. Banditenbrief. Ihr wisst, dass unsere Anführer von antiken Schätzen besessen ist. Diese Bauern wissen gar nicht, was den Bogen wert ist. Wir bauen ihn um jeden Preis. Mir ist egal, wie viel ihr töten müsst. Wenn ihr fertig seid, kommt zum neuen Versteck. Geht von der alten Höhle aus nach Osten in Richtung der Olivenplantagen. Am Ende des Wegs findet ihr einen verborgenen Eingang zu einer unterirdischen Grabkammer. Dieser Ort ist perfekt. Wir können langfristig dort bleiben. Niemand wird uns finden, außerdem haben wir hier etwas entdeckt. Eine geheime Kammer. Wir versuchen immer noch, sie zu öffnen. Ein Was? Brief vom Bandenanführer. Er sammelt alte Waffen. Er wollte diesen Bogen so dringend, dass er dafür tötete. Aber warum? Er ist nicht hier. Sie haben ein neues Versteck in einem nahen Grab. Sie halten sich für unauffindbar. So, meine Freunde. Jetzt komme ich. Oh ja. So, meine Freunde, es klingt so geil. So, meine Freunde, jetzt komme ich. Definitiv, Wir haben zum Glück nur eine einzige Angabe. Yo. Wie gesagt, ich hoffe, dass keine Krokodile hier in der Nähe sind oder Flusspferde. Nomos Heracleopolitis wieder. Danke. Und ich brauche jetzt wieder mein Pferdi. Da bist du ja. Nach der Hälfte des Weges. Das ist die von Hermepolis. Ist denn ein Berg hineingebaut? Das ist in der Nähe des Nils. Genau. Dort, wir haben dich schon. Nur die Frage, ob da auch gleich der Eingang ist.
Ach, hi. Löwe. Aber tut mir leid, mein Freund. Feuer schlägt immer noch Löwe. Und jedes andere Tier. Hä? Wo denn? Ach so, du kommst direkt da raus. Ja, genau. Geh liegen, kleiner Löwi. Da waren wir schon mal. Der Anführer ist in dieser Grabstätte. Bei den Göttern. Das ist sehr alt. Irgendetwas ist ungewöhnlich am Mauerwerk. Diese Zeichnungen ähneln denen auf Reis Bogen. Aber dass ihm das jetzt erst in den Sinn kommt. Na? Ja, nee, ist klar. Das ist da, wo wir so lange gebraucht haben. Dein Ernst gerade? Ja, super. Ja, ist klar. Diese Scheiße. Dass das natürlich noch zu einem obligatorischen Missionsgebiet gehört, war irgendwie sowas von klar. Ja, danke. Na, hier schießen sie. Ja, hier schießen sie zuerst und ich verkack's zuerst mal. Aber einfach nur, um zu zeigen, dass ich's nicht nötig habe. Ich kann mich mit einem Garacho anmelden, so dass... Ja, genau. So, dass alle auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Und nicht einfach nur gesagt wird, yo, ich bende es so. So, tut mir leid. Und jetzt noch zu dir. Ja, genau, ey, ich stirb. So. Mörderischer, habgieriger Scheißkerl. Er wird die Bauern nicht mehr belästigen. Und hier... Er trug Stücke des Schwarzsteins bei sich. Vermutlich aus der Grabstätte hier. Es ist dasselbe Material wie in Reisbogen. Es passt. So sollte es gehen. Nun ist die Waffe perfekt. 7 Bauern. Und wir haben einen Raubtierbogen. Und da kommt man dann runter, Freunde. Und da habe ich dann mit euch alles... gemacht, 7 Bauern. Seht ihr, Freunde, wo wir hier sind? Ja, das meinte ich. Jo, Freunde, jetzt haben wir noch einen Ausrüstungsgegenstand und fast Level 38 erreicht. Ein Raubtierbogen, ein verbessert ein legendärer. X-Bogen. Hier, Sturmbogen, Bogen der Ahn. Blutenbeitreffer. Ob das jetzt viel besser ist oder schlechter, sei dahingestellt. Auf jeden Fall schon mal besser als das da. Vom, also vom Ding her, vom Levelgrad her. Aber ob es jetzt wirklich was bringt, ist die andere Frage.
Jetzt können wir den Weg der Grabiana eingehen, weil wir sind nicht mehr wirklich an einer Mission beteiligt jetzt. Wie ihr seht. Hier hat's noch was, was wir übersehen oder ich übersehen habe, okay. Und wo ist jetzt die Mission? Ja, nö, ist klar, jetzt geht's plötzlich da hoch. Ist klar. Dann gehen wir instant dahin. Ramses II. Hat es geschafft, mehr als 100 Kinder zu zeugen. Über die Hälfte davon waren Söhne. Oh Gott. Die 32. Dynastie Ägyptens, letzte Herrschaftsdynastie, wurde von einem General von Alexander dem Großen. So. Interessant. Zunächst. Aha, jetzt kommen wir wieder zu den Missionen, die wir kennen. Also von den Level her. Halbes Horn. Okay. Ich schlage dir das andere Horn auch bald ab, keine Sorge. Spätestens nach der nächsten Mission habe ich sowieso Level 38. Und solange lebe du mit deinem halben Horn, mein Freundchen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es auf Deutsch heißt. Es wird ja alles immer nur auf Englisch geschrieben, auf der Karte. Eragon entdeckt, Nomos Herakleion. Okay. Da. Wir müssen hier mal absteigen. Das ist auf dem Baum. Auch mal wieder was Neues. Ich glaube, seit Assassin's Creed 3. Nö, nicht mal. Wollte gerade sagen. Seit Assassin's Creed 3 sind wir, glaube ich, nicht mehr auf Bäumen gewesen. So. Wie komme ich da hoch? Kollege, was übst du da? Ach so, da ist ein Krokoboy. Immerhin, hier kann ich mich definitiv festhalten. Hier hätte die Krokotusse hingepasst. Naja, egal. Was steht denn eigentlich über die Krokotusse so drin? Schnellreisewelkarte aktualisiert. Sinuswarnung erweitert. 300 EP dazu verdient. Ziele. Hier, das Krokodil war das letzte Weib. Berenike war eine ältere griechische Staatsfrau und Mitglied des Ordens der Ältesten. Diese raffinierte und hochintelligente Frau hat nach außen hin erfolgreich ein Image von Fürsorge und Nächstenliebe kultiviert, während sie insgeheim die Politik und die Legislative manipuliert hat, um ihre Vision eines erleuchteten Ägyptens zu verwirklichen. Hinter den Kulissen setzte die Ptolemäus-Soldaten und Gladiatoren ein, um das ganze Fayum gewaltsam zu unterdrücken. Okay. Jetzt brauche ich eher. Ja, mal schnell gucken, wo wir hier so sind. Okay.
Hier hat sicher auch noch eine Stadt, würde ich sagen. Wo sind wir hier zum Geier? Sieht mir nicht normal aus hier. Okay. Und hier gibt's dann auch noch was. Also ich würde jetzt einfach sagen, dass wir straight hier zurückgehen. Oder hier rüber gehen, wie auch immer. Wer ist? Alarm! Angriff! Ich töte dich! Warum Alarm? Warum seid ihr überhaupt hier? Au, hört auf. Okay. Ihr macht für mich die Vögel kaputt, auch gut. Ihr habt jetzt viel zu tun mit den Krokos. Ich habe hier ein Date mit einem Fragezeichen. Vielleicht ein Dorf, vielleicht eine Stadt, wer weiß. Werde ich gleich sehen. Neuer Ort entdeckt. NATO. Okay. So muss das. Das ist da vor meiner Nase. Neuer Ort entdeckt. Galenos Haus. Okay. Hier gibt es zunächst mal wieder was zum Looten. Interessant, Schild 78er. Auch okay. Alles habe ich noch nicht hier raus. Ja, ja, ja. Ach, da drüben gibt es auch noch was. Da gibt es noch eine Garnison. Und, ach, da. Okay, und wie komme ich da hin? So. Im südöstlichen Nomos, Herr Kleon, findest du mich unter dem Baum, der sich einbildet, ein König zu sein. Okay. Galenos Haus. Nehmen wir das hier auch noch gerade auseinander. Und nehmen alles mit einer Art Deck, römische KK-Anlage. Oder wie auch immer. Das hat nur ein Hauptmann und ein sonstiges Gedöns. Munition voll. So. Tut mir leid. Der Chef hat's wieder bereinigt. So. Kriegerbogen. 600 EP. So. Das war's auch. Und ich bin Level 38. So, viel Spaß. Wenn du länger da drin bleibst, verbrennst du, ne? Ja, das meinte ich, ne? Ach, was du nicht sagst. Warum bin ich jetzt tot? Okay. Irgendwie habe ich wieder zu viel Schaden gefressen, warum auch immer. Steigt das Feuer auch beim Levelaufstieg oder so? Keine Ahnung. Die LK-Truhe, die Räder verkauft, gewährt dir Zugang zu jeder im Spiel verfügbaren Waffe. Lass dir dieses Angebot nicht entgehen. Kleopatras Vater nannte sich selbst der neue Dionysos. Okay. Okay.
was war als nächstes auf unserem Plan? Habe ich hier sonst noch irgendwas? Ne. Dann hätten wir eigentlich soweit da alles geklärt und sollten jetzt hier ein wenig weiterziehen, wenn man so möchte. Eigentlich jetzt direkt darüber. Wenn ich ein Boot finde, auf jeden Fall. Nur leider ist gerade kein Boot hier. Und Level 38 sind wir zum Glück schon. Das ist mir einfach gerade eine zu heftige Strecke, um die einfach so zu schwimmen. Wenn ich weiß, dass hier Krokodile sein könnten. Wow, oder Flusspferde. Dein Ernst? Ja, genau. Ja, genau. Geh weg, ey. Ich renne um dein Leben. So. Ja, genau. Hier, friss und stirb, mein Freund. Ich hoffe, ich komme hier jemandem entgegen. Oder jemand kommt mir entgegen. Sehe ich da wirklich ein Kroko? Oder ein Nilpferd? Sorry. Vergib mir. Seht ihr, wir werden fast Fleischfutter oder so geworden. Tierfutter für Krokodile und Nilpferde. So. Jetzt kannst du machen, was du willst. Ich bin da, wo ich möchte. Neue Region entdeckt. Nomos Bobastis. Okay. Oh Mann, ich kann die Sprache einfach nicht. Ah, lalalala. Einfach mal die Region lieber mal anschauen. Schnellreise freigeschaltet. Sinuswahrnehmung erweitert. So muss das inklusive das Ding wird geklärt. Wenn wir gerade da sind. Das Ding hat keine Daseinsberechtigung. So. Ptolemäus dem 7. Oder nee, dem 8. sogar schon. Tja, kann's geben, ne? Gehen wir jetzt einmal mal gucken, was es hier noch so gibt. Weil zurückporten können wir uns ja.
und dann in die vorgegebene Richtung zurückdackeln. Aha, Samtetis Außenposten. Zeigen Sie mal, Level 30er. Ist ja lächerlich. So. Hier gibt's auch noch jede Menge. Okay. Diese Zone ist tabu. Da ist noch öfter was tabu. Ja klar, da kommen die einfach mitten durch die Straßen gelatscht. Ich frage mich ja, wie ich jetzt da lang möchte, ohne entdeckt zu werden. Hey, was? Ich bin ein Assassine, kein Zauberer. Hey, was? Halt mal die Augen offen. Aha. So. Ich fress gar nichts. Zu langsam. Hey. Sorry, weg mit dir. Leichter Bogen. War sehr genial. So, 71er. Leichter Bogen. Ich weiß, der Pater ist besser, aber... Ihr wisst, auf was ich hinaus will. Oh nee, nicht euer Ernst. Es war wieder der Pater nur ein... Ach Gottchen. Ich habe jetzt alles soweit. So. Oh, da bist du ja. Die sind alle soweit tot. Hey, hab ich dich. Es ist nur noch die Frage, wo ist der letzte Honk? Was? Ja, ja. Ja, komm. Nerv nicht. Ja, genau hier. Friss und stirb. So, wie viele kommen eigentlich mit der Verstärkung? So. Ja, genau. Jetzt reicht's. So. Nein. Ging gerade so angenehm. Ach, da bist du. So, ja, wo hast du mich? Ich hab dich, mein Freund.
So, das war's. Und jetzt geht's nur noch da unten um die Wurst. Das läuft schon mal sehr gut. Was ist denn hier? Muss ich nicht verstehen. Sag nicht, ihr greift mich an, sobald ich hier bin. Bildet eine Mauer. Und was üben die da? Die fangen mal einfach einen Krieg an, die Blitzknödel. Warum werde ich immer mit sowas mit reingezogen? Ich war noch nicht mal im Radius drin. Okay, muss ich hier rein? Ja, dann hast du mich eben. Ich brauchte zuerst das einfache Schwert, ne? Fresse halten. So. Nächster bitte. Soweit, so gut. Haben wir alles abgeschlossen. Jetzt geht's hier nach oben. Zu der Schnellreise und zu den neuen Missionen. Tisch mit Informationen. Oh. Dorat gehen wir sofort hin. Würde ich noch sagen. Auch wenn wir nicht Level 39 sind, beenden wir das jetzt. Wir haben schon 1,5 Stunden gespielt. Wir haben schon 11, also 10 nach 11. Ich habe keinen Bock mehr eigentlich jetzt nach knapp 12 Stunden Spielzeit, wenn man so möchte. Da ich gerade eine Session aufnehme, die wieder heftig as shit ist. Da ich ja eben stressen muss wegen dem Anubis-Ding. Ich habe, wie gesagt, was sind das noch? Zeig mal. Darf ich kotzen? Quest. Noch 39 Stunden, Freunde. Dann muss ich, ja. Auf Level 39 sein, muss, den Anubis gekillt haben. Um wenigstens das erste Waffenset mal freizuschalten. Ich glaube, diesmal sind die Schwerter dran. Im nächsten Mal ist das Schild dran und danach kommt noch die Montur. Vielleicht kommt noch ein Anubis-Pferd. Das kann ich mir noch vorstellen. Aber was safe ist, ist, dass die Waffen zuerst geleakt werden jetzt hier bei dem, wenn man es schafft. Und dann werden beim nächsten, also nächste Woche, werden dann die Schild, also wird das Schild verteilt und dann auf jeden Fall noch der Rest. Also wie eben Montur und sowas. Ich hoffe nur eben, dass sie irgendwie eine Fähigkeit haben, sei es vergiften, sei es verbrennen, irgend sowas halt. Ich verlange ja nicht mal, dass die wirklich stark sind. Ich verlange nur, dass die irgendeinen Effekt erzielen. Zum Beispiel verbrennen bei Berührung oder so. Einfach, dass man einen Bonus hat. Sonst sind die Monturen eigentlich nicht wirklich so sinnvoll. Oh. Ich gehe mal ins Wasser. So. Zum Glück ist das Boot nicht gesunken. Das wäre sonst vielleicht ein bisschen kontraproduktiv geworden. Na, Ort entdeckt. Herakleion. Warum haben die immer grünes Wasser, Mann? Es ist so verdreckt. Geht ja mal gar nicht klar.
Kann man jetzt immer hier hinporten oder wie sieht's aus? Ja, Herakleion. Sehr geil. Ja gut. Dann gibt's eine zweite längste Folge von Assassin's Creed Origins auf jeden Fall. Weil ich einfach auf Level-Hunting-Tour war. Bin mit Kleopatra in Herakleion. Okay, dann machen wir auf jeden Fall morgen weiter. Ja. Lass mich mal das gute Zeug da betrachten. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Schnellreise verfügbar, Senus Wahrnehmung erweitert. Passt auf jeden Fall. Gefällt mir. Wie viel brauche ich noch? Ja, noch eine ganze Menge. Ich brauche sicher noch so die ganzen Missionen. Seltenes Schild, nee. Jo, Prüfung von Anubis. Jetzt scheine ich in einem guten Levelbereich zu sein. Scheint es so zu sein. Prüfung des Anubis. Wollen wir kurz mal vorbeigucken? Nur vorbeigucken, Freunde. Wie es so ausschauen würde. Wäre natürlich cool, wenn ich es schon machen könnte. Dann müsste ich morgen nicht mehr stressen und so. Dann könnte ich schon nur noch abwarten. Aber mal schauen. Zumindest sehen wir hier gerade das neue Gebiet noch gerade zusammen. So, wo lang? Hier lang? Dann hier runter. Hier waren wir lange nicht mehr in Siva. Wo willst du hin? Dankeschön. Oh, es könnte sein, dass mein Sohn gerade aufwacht. Das heißt, wir könnten vielleicht nur noch die neue Region sehen und dann muss ich leider auf Wiedersehen sagen. Na? Ihr kleinen Bastarde, lasst mich in Ruhe. Nein! Nicht euer Ernst. Die haben mich jetzt noch definitiv einfach angreifen müssen. Großes Sandsee. Ach so, ihr seid nur Level 2 und 3. Ich dachte, ihr seid stärker. So. Hi, Anubis. So, Freunde. Jetzt fangen wir an. Und ihr müsst immer in die Mitte treffen. Und hier ausweichen und natürlich hier weiter draufknallen. Ja, halt die Backen. So. Und nun? Nee, jetzt aber nicht. So. Ja, genau.
Das ist ja kaum der Rede wert. Normal, komm. Kleiner Anubis. Komm, kleiner Anubis. Nein. Ah, verdammt. So. Oh, verdammt. Verdammt. Kommen jetzt die Krieger. Yo. Und das Schöne ist, wenn ihr jetzt den Kriegern Schaden zufügt, knallt ihr dem auch eins rein. Das heißt, ihr seid ziemlich gut drin dabei, wenn man das so macht. Ja, das ist nicht mal zu schwierig, muss ich sagen. So. So, danke, ey. Das wäre jetzt beinahe schief gegangen. So, ihr kleinen Trollis. So. Ja, und jetzt? So. So. Nein. Ah, verdammt, jetzt bringt er schon den Dreierpack. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ah, verdammt, ich möchte da raus. Ja, ja, genau. Aha. Komm. Ah, verdammt. Also der ist schon richtig tough. So. So. So, danke schön. So, danke. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, ich bin auch wahrscheinlich ein bisschen zu schwach. Anubis, du wärst morgen gelegt. Ja, ja. Ja, super. Einmal hast du mich wieder. So, danke. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Bitte, 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 bitte. Komm hier raus. Nein. Ja, genau. Nein. Ah, genau. Ja, genau, komm. Riss das noch ein wenig. Ich hoffe doch. Scheiße, ist das ein spannender Kampf. Jetzt bringt er noch jeden. Ja, genau. Aha.
So. Ja, genau. Verreck doch. So. So, danke. Ah, verdammt. So. Na? Er tötet seine eigenen Hunde. Wenn man so möchte. Oh Gott. So. 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 Jetzt seht ihr es auch mal, wie das so ausgeht. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Verdammt! Ihr seid doch Arschlöcher, ey. Jo, haben wir es geschafft? Ja! Du hast den Gott besiegt. Wer ist hier der Boss? Teil des Anubis aus... Ja! Quest gegen ein einfaches Schwert haben wir erhalten. Das meinte ich, Freunde. Tut mir leid, jetzt ist mir alles egal. Einfaches Schwert, Entsender der Seelen. Gesundheit beim Töten, Kombo 9. Ja, ganz geil. Ah, geil. Freunde, 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 das war knapp. Tja, das war eine glorreiche Aufnahme. Ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken. Nächste Woche kommt natürlich dann wieder ein so ein Video, wo ich den anderen kille. Also den anderen. Wo ich dann nochmal wahrscheinlich Anubis killen werde. Und zwar, um eben ein neues Rüstungsteil zu bekommen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Hab mir jetzt den Arsch aufgerissen, um eben das hinzubekommen. Bin froh drum. Dämonen in der Wüste. Ist mir alles egal. Ich hab's geschafft, was ich wollte. Ich hab geschafft, was ich wollte und bin jetzt mit einem glorreichen Schwert reicher. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tölö.